Ja, wer erbt, zofft sich oft ums Geld. Und umso größer das Vermögen, desto mehr wird sich drum gekloppt. Vor wenigen Tagen erreichen uns diese Bilder aus Rom. Die millionenschwere Prinzessin Boncompagni Ludovisi fliegt aus ihrem Zuhause, der geschätzt teuersten Villa der Welt. Die Zwangsräumung ist der vorläufige Höhepunkt eines skandalösen Erbstreits. Und wir reisen nach Italien und sind sofort mittendrin in einer Geschichte voller Neid, Wut und Habgier. Johanna Schnipke und Matthäus Ruffer. It's been shocking, brutal and barbaric and unnecessary. I mean, it was horrible. It's just not fair. It really makes me cry. Ihre Worte, ihre Gefühle, die den verbitterten XXL-Erbstreit beschreiben, der gerade in ihrer Familie tobt. Einer steinreichen Familie feinster italienischer Adel. Es geht um die Boncompagni Ludovisis. Spektakuläre Kunstschätze und äußerst dubiose, ja vielleicht sogar mafiöse Machenschaften, sagt uns Prinzessin Rita, die Schlüsselfigur dieses Wahnsinns. Gerechtigkeit wird hier siegen, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Geld, Macht, Affären, Intrigen. Dieses Drama hat Soap-Qualitäten à la Dallas und Denver Clan. Aber wer ist in dieser Saga das Biest? Sie? Rom vor 10 Tagen. Paradoxe Szenen. Polizei, Presse und Prinzessin Rita Boncompagni Ludovisi mit ihren Hündchen. Sie werden aus ihrem Zuhause geworfen, dem, so heißt es, teuersten der Welt und sind, kein Witz, plötzlich obdachlos. Es ist hart, es ist hart. Oh Gott, wo sind die anderen Hündchen? Zwangsräumung, neue Schlösser, kein Zurück mehr für die 73-Jährige. Sie weiß nicht wohin, wie es weitergehen soll. Zeuge und Auslöser des Spektakels, ihr Stiefsohn. Nur weil sie Amerikanerin ist, kann sie nicht tun, was sie will. Es ist der vorläufige Gipfel dieses Erbstreits-Deluxe. Aber was steckt dahinter? Eigentlich wollten wir die Prinzessin hier treffen, vor ihrem ehemaligen Zuhause, der riesigen Villa Aurora, die übrigens immer noch von der Polizei verschlossen und versiegelt ist. Dieses ganze Drama, das setzt der Prinzessin jetzt aber so sehr zu, dass sie gesundheitlich nicht in der Lage ist, hier zu erscheinen. Und deshalb treffen wir sie jetzt in ihrem neuen Zuhause. 45 Kilometer von Rom entfernt in Cerveteri, in diesem Palazzo. Ich bin ein Flüchtling an einem sehr schönen Ort. Mietfrei Zuflucht gewährt ihr hier ihre Freundin Prinzessin Pia Ruspoli. Hier zu sehen neben Papst Johannes Paul II. Es ist ihr Gästehaus, 6000 Quadratmeter groß. Es ist magisch. Ich denke, es ist einer der schönsten Orte, an dem ich je war. Wirklich, es ist einfach so schön. Schlüpfrig, sündig, skandalös. So wirkt ihre Vita auf den ersten Blick. Rita Carpenter ist die Tochter eines texanischen Ölbarons. 1976 heiratet sie ihren ersten Mann, den US-Kongresspolitiker John Jonrad. Während dieser Ehe ermittelt das FBI gegen ihn. Wegen schwerer Korruption, für die er verurteilt wird. Kurz danach die nächste Affäre. Das Paar hat Sex öffentlich auf den Treppen des US-Kapitols. Ein Skandal und eine Titelstory für Hugh Hefner, der Playboy-Gründer, macht aus ihr ein Playmate. Im Vergleich mit dem, was heute in der Welt so vor sich geht, ist das ehrlich gesagt ziemlich altmodisch. Nichts, worauf sie stolz ist. Denn Rita hat mehr Jobs im Portfolio. Kunsthistorikerin, Buchautorin, Schauspielerin, Wall Street Brokerin, Journalistin und Immobilienmaklerin. Letzteres sogar so erfolgreich, dass sie in den 90ern in New York Donald Trump dieses Gebäude für rund 800 Millionen Euro verkauft. 6 davon kriegt sie und weltweite Presseartikel. Diesen hier liest er in Rom, Niccolò Boncompagni Ludovisi. Der Prinz ist von der geschäftstüchtigen Frau so begeistert, dass er sie kontaktiert, kennen und lieben lernt und 2009 ihr zweiter Ehemann wird. Niccolò kennengelernt zu haben, damit ist ein Traum wahr geworden. Und plötzlich ist sie Prinzessin, lebt mit ihrem Prinzen standesgemäß in einer Villa, und zwar in der teuersten der Welt. Schätzungen zufolge kostet sie rund 500 Millionen Euro. Eine Michelangelo-Statue und dieses Caravaggio-Deckengemälde machen die Villa Aurora in Rom so wertvoll. Es war so faszinierend zu sehen, wer alles zu uns kam. Madonna and Richard Chamberlain and Annie Leibovitz, Peter Beard. Vor 5 Jahren wird aus diesem Megatraum dann aber ein Albtraum. Es war Horror, als Niccolò starb. Er war einfach sofort da. Der filmreife Erbstreit. In der Hauptrolle sie. Ihre Gegner, die drei Söhne aus der ersten Ehe ihres toten Mannes. Objekt der Begierde, die Villa. Wann sie wer wie zu welchem Preis verkaufen soll, man wird sich einfach nicht einig. Das Drama landet vor Gericht. Das jetzt zum Schluss kommt, die Hausherrin muss raus. Die konkreten Gründe? Schwammig. Prinzessin und Anwälte sprechen von einem angeblichen Pakt.
zwischen Stiefsöhnen und Gericht. Von Geld, das da geflossen sein soll, um den Räumungsbefehl abzusegnen. Nichts davon ist bewiesen, aber... Geld kann die Wurzel allen Übels sein. Es ist wirklich eine heimtückische Sache. Es ist das, was am Ende am wenigsten zählt. Ich glaube, wenn du den letzten Atemzug tust, dann fragst du dich, wurde ich geliebt und habe ich geliebt? Da wäre nämlich Geld genug für alle da, mehr als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben verdienen. Worum geht es hier also? Darum, dass es wie so oft in Erbstreits auch hier vermutlich nicht nur ums Geld, sondern auch um Gefühle geht. Neid, Habgier, Egozentrik. Ehrlich gesagt kann ich seit 5 Jahren nicht richtig schlafen. Es war barbarisch, brutal, unnötig. Nichts davon hätte so passieren dürfen. Es ist so surreal, nach 20 Jahren sein Zuhause zu verlassen. Bis auf Weiteres darf sie hier im Schlösschen ihrer Freundin wohnen bleiben. Aber will sie das? Ich bin immer noch in diesem surrealen Schockzustand. Ich kann es einfach nicht glauben. Es bringt mich wirklich zum Weinen. Gegen die Zwangsräumung will die Prinzessin klagen, am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ein Zurück in die Villa Aurora wird es aber nicht geben. Am 30. Juni kommt's in Rom zur Versteigerung. Rita Boncompagni Ludovisi hat nur einen Wunsch.